Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine, wie ihr sehen könnt. Ich habe die liebe Kisu bei mir. Wir haben uns gedacht, wir filmen heute mal ein Video zusammen. Und zwar reagieren wir jetzt gleich auf mein allererstes Video. Ich bin so gespannt. Ich habe richtig Angst. Ich habe das ja nicht ohne Grund auf privat gestellt, nach ungefähr einem Monat schon oder so. Ja. Also ich glaube, das hat um die 900 Aufrufe. Ja. Ich dachte mir, ich teile das heute mal mit euch, weil das war sehr, sehr, sehr peinlich. Und Kisu unterstützt mich dabei. Ja, mal ein bisschen. Ich werde dich seelisch unterstützen bei Ich glaube, du wirst mich eher komplett auslachen, aber es ist okay. Mir wurde letztens mein erstes oder zweites Video gezeigt. Ich konnte nicht hingucken, das war so schlimm. Ich finde das auch ganz schlimm. Okay, wir gehen dann direkt mal mit dem Laptop auf meinen Kanal hier und schauen dann mal alt nach neu. Und hier seht ihr schon. Aber das Thumbnail ist so süß. Ich finde das ganz schrecklich. Aber warte mal, das ist auch privat, ne? Ja, ich habe so, jedes zweite Video hier ist auch privat. Aber wirklich. Ach, deine Roomtour, das hat doch voll viele Klicks. Ja, aber ich habe, während ich die Roomtour gefilmt habe, so ein Bonbon im Mund gehabt. Das hat die ganze Zeit gehört. Und hier seht ihr schon 989 Aufrufe. 50 Facts about me. Genau. Süß. Total. Vorstellung. Okay, wir schauen mal. Hallo, ich bin Julia und ich wollte heute anfangen, YouTube-Videos zu drehen. Und ich dachte, das mache ich am besten. Schon alleine, wie warte mal. Schüchtern und komisch ich rede, oder? Aber dein Mascara ist voll gut. Hast du dich, wie alt warst du da? 14. Aber man sieht auch schon meine Augenbrauen richtig hübsch. Video, aber ich habe gar nicht 50 Fakten. Ich glaube, das waren knapp 30 oder so. Okay. Aber ich wollte das unbedingt so nennen, weil das so fame war, das Video, weißt du? Ich bin 14 Jahre alt. Wie liefst du ab? Ja. Wie alt bin ich nochmal? Also ich bin 14. Das Spülmaschinen auszuräumen, besonders das Besteck. Ja, Besteck fand ich immer ganz schlimm. Ich habe definitiv... Da guckt man schon mein Pony, ne? Das war so schlimm. Ja, ich weiß, ich kann gut erklären. Ich mag kein Schokolade, außer das... Ja, Windows Movie Maker, genau. Und weiße Schokolade. Ich will mich immer gesund ernähren, aber ich... Ja, Schnitt. Richtig guter Schnitt. Guck mal schon alleine, wie übertrieben fettig meine Haare sind. Ne? Ich wollte unbedingt dieses Video drehen. Es war mir alles scheißegal, einfach wie ich aussah, Hintergrund und so. Hauptsache, das erste Video ist online. Ja. Und ich mach mir Bett gemacht. Hast du aus einer Gardine durchgeschnitten? Ja, wie Barbie, die konnte die immer so auseinander. Kam das Licht in die Gesicht und Haare. Guck mal, da im Hintergrund sieht man schon so mein schönes Stativ. Ja, ja. Ich kann Tüten nicht wegwerfen. Ich hab, weiß ich nicht, eine komplette Schublade voll mit Tüten. Ich laber einfach so die ganze Zeit richtig drumrum. Tüten oder alles. Plötzlich ist die Tür auf, Mensch! Was machst du letztens? Ich habe so gut wie jeden zweiten Fakt habe ich durchgestrichen. So, nee, erzähl ich doch nicht. Ich liebe Bath & Body Works, obwohl ich noch nie in dem Laden war oder überhaupt ein Produkt von denen in der Hand hatte. Ach so. Ich hasse Mathe und Physik. Wow. Wie kann man denn eine Marke mögen, wenn du noch nie etwas davon hattest? Ich fand, die sah so cool aus. Ja, okay, das Design. Alle amerikanischen YouTuber hatten die immer. Genau. Oder Yankee Candle. Genau, das fand ich auch immer mega cool. Im Winter ist es mir immer zu kalt und im Sommer ist es mir zu warm. Das sind so bescheuerte Facts, ne? So, was jeder irgendwie sagt. Zweiten Weihnachtstag. Jetzt ist es total warm für den Winter und... Ja, das ist natürlich total schrecklich. Das Wetter, ey, schlimm. Scheiße. Ich möchte unbedingt lange Haare haben, also so richtig lang. Bis zum Ellbogen oder so. Also meine Haare gehen jetzt bis hier. Ja. Ich möchte so lang sind oder so.
1,61 Meter groß und spiele Basketball. Bist du gewachsen? Ich bin immer noch 1,61 Meter groß. Oh. Und das war vor 2,5 Jahren. Das ist so bescheuert, ne? Ich bin aber traurig. Obwohl du warst da 14, ist man da nicht in der Wachstumsphase? Ja, normalerweise schon. Ich eben nicht. Sie bleibt einfach so. Ja. Ich habe eine kleine Schwester, die 6 Jahre alt ist. Oh. Ich kaufe mir Sachen, um sie zu haben, aber benutze sie dann nie. Ich kann mein Zimmer eigentlich nie ordentlich haben. So richtig 14-jähriges Mädchen, ja? Aber ich find's süß. Ich find's ganz, ganz schlimm. Vor allen Dingen. Was guckst du? Was ist das gar nicht? Ja, das Einzige, was nicht von Ikea ist. Achso, meine Möbel sind alle von Ikea. Mein kompletter Kleiderschrank besteht fast nur aus H&M-Klamotten. Ich habe mit 12 Jahren beim Krippenspiel im Gemeindehaus mitgespielt. Und ich war jede Tune ein singender Engel. Ein was? Ein singender Engel? Ja. Oh. Ich durfte ganze 2 Lieder singen. Wie geht das aus? Was? Hast du gerade gesungen? Ich bin Borussia Dortmund-Fan. Fan. Aber wenn ein Verein, dann früher habe ich Hello Kitty über alles geliebt. Das stimmt. Mein Akustik-Fan ist Rotkohl mit Knödeln und Fleisch. Rotkohl mit Knödel und Fleisch. Richtig peinlich. Oh, guck mal, das Licht ist anders. Ja. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über mich. Es sind nicht ganz 50 Mal. Aber guck mal, wie schlecht meine Haut ist, ja? Im Gegensatz zu jetzt auch. Ja, du bist in der Pubertät. Ja, bin ich ja immer noch. Ich bin 17 jetzt. Ja. Aber es hat sich gebessert, immerhin. Du bist zwar nicht größer geworden, aber deine Haut ist besser geworden. Ja. Immerhin, ja. Ich werde übrigens jetzt in der nächsten Zeit oder ab jetzt öfters Videos hochladen. Und zwar im Bereich Fashion, Lifestyle, Beauty und Food. Food? Und Food? Stardust? Also, das Bettel nach Abos. Und wenn ich es auch nicht schlimm. Ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich würde ganz traurig sein. Boah, früher, ne, das war so cool, immer diese Wiederholung. Ich habe das immer bei Lion gesehen, der hat immer alles wiederholt. Oder danach in Slow-Mo. Lustig. Genau. So, irgendwas Schlimmes so. Und dann in Slow-Mo. Das war's auch mit meinem ersten Video. Es ist mir immer noch sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich fand das voll süß. Echt? Ich finde das ganz schön, vor allen Dingen, wie ich aussehe einfach, ne? Ich glaube, man selber. Pony. Ich glaube, man selber findet das immer schlimmer als andere. Andere finden das wahrscheinlich immer so, oh, du bist so niedlich, so süß. Ich fand das gar nicht so schlimm. Echt nicht? Na, okay. Ja, okay, also schon, aber. Dieses. Warte mal, was war das? Das Wetter? Das war echt. So, also, ich mag das, wenn es so heiß ist und so kalt. Und irgendwie ist der Winter mir auch zu warm. Das fand ich witzig. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet. Und ob ihr mich auch abonniert hättet, wäre das erste Video gewesen, was ihr gesehen hättet. Ihr könnt mich abonnieren und wenn nicht, könnt ihr auch lassen. Das war cool. Also ihr könnt sie gerne abonnieren und wenn nicht, dann lasst es. Dann lall nicht. Wir haben auf Kisos Kanal auch etwas gedreht. Das verlinke ich euch jetzt mal da oben. Was haben wir da gemacht? Wir machen die Liquid Lipstick Challenge. Und zwar schminke ich sie nur mit 4 Liquid Lipsticks. Vielleicht habt ihr das schon im Internet gesehen. Aber ich bin schon wir mega gespannt. Wir haben es noch ein bisschen schwieriger gemacht, indem sie nur 4 Stück benutzen darf. Schaut da auf jeden Fall jetzt noch vorbei und gebt dem Video hier einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Kisos Video wieder. Abonniert sie und wenn nicht, dann nicht. Genau. Tschüss. Tschüss.